Der Camper Tobi wieder live vom Caravan Salon 2017. Ich bin jetzt auf dem Karthago-Stand und marschiere da drüber mittendrin, statt nur dabei rüber in die nächste Halle. Und da sehe ich schon an der Ecke einen Banner rausblitzen, bei dem ich jetzt natürlich, oder bei dessen Stand ich natürlich stehen bleibe. Das ist unser Karmann Mobilstand. Karmann Kasten wegen vertreiben wir ja, das wisst ihr. Karmann, Eurer, Forster. Und da schauen wir mal, was da Neues gibt. Da sollte auch ein Kollege am Stand sein. Wie gesagt, auch hier einmal nur kurz drüber laufen. Es ist am Sonntag zu voll, um hier die Fahrzeuge zu filmen, denn da sind so viele Menschen drin, da kann man sich nicht rundum bewegen. Ich möchte natürlich auch niemanden nerven mit der Kamera, aber hier sind wir. Da ist Karmann vertreten und in der gleichen Halle sollte dann auch Lastrada sein. Und da werden wir dann natürlich auch noch vorbeischauen. Hier, der Dexter 595. Mit dem Hochdach jetzt neu aufgelegt und überarbeitet. Zeige ich den mal. Der hat, wie gesagt, ein Hubbetten. Unten kann man nochmal umbauen. Das ist jetzt das 218er Modell. Natürlich stehen hier nur 218er Modelle. Auch da gehen wir in Ruhe rein. Da hat man ein elektrisches Hubbett eingebaut. Das Auto ist 6 Meter lang, hat auch die Rahmenfenster. Wie gesagt, der Dexter auch mit zwei Aufbaubatterien etc. Das ist der große Bruder vom Davis, habe ich schon öfter erklärt. Und dann drehen wir uns mal um, was haben wir hier noch? Den 580 Trend, mehrfach schon in Solzimos präsentiert. Hier unseren Klassiker, den 550 jetzt im 218er Modellvariante. Da hat man also ganz nett auch die Beschriftung und das Design ein bisschen modernisiert, dass der Wagen hier wieder mal optisch fresher wird. Nette Felgen drauf sehe ich gerade, ein paar Eindrücke. Aber wie ihr seht, es ist in den Autos überall der Teufel los. Das Auto ist perfekt für zwei, 5,42 Meter lang. Könnt ihr aber da drin auch mal zu viert übernachten. Alles easy. Wie gesagt, es gibt mehrere Videos auf dem Camper-Tobi-Kanal. Guckt da ruhig mal rein. Streifen wir mal einfach rum. Dann blockieren wir hier niemanden. Das ist unser Dexter Go 560 auf Ford-Basis. Und einfach nur, dass ihr seht, wie großzügig auch dieser Stand ist. Wir haben den 590 Viva da, also alle Car-Männer, sagen wir immer dazu, haben jetzt das neue Außendesign bekommen für 2018 und einige Produktänderungen. Und da sehe ich den Kollegen schon im Kundengespräch, der ist im Auto und der sitzt hier oder steht hier im Highlight auf dem Car-Mann-Stand. Den hat man ganz schön drapiert, da haben wir ein paar Steinchen drunter gemacht, auch auf Ford-Basis aufgebaut, wieder der Texter Trend 560, aber eben in der Allrad-Variante. Also, wenn man mal guckt, hier mit 170 PS, Ford Allrad-Paket und so weiter und so weiter und so weiter, dann können Sie den jetzt hier auf dem Caravan-Salon für knapp 55.000 Euro erwerben. Das ist natürlich eine schöne Allrad-Alternative. Also der Ford ist mittlerweile ein richtig gutes Basisfahrzeug geworden. Schön auch in dem Blau, ist mal was anderes. Gestern bin ich von einem User gefragt worden, Tobi, warum sind alle Reisemobile, warum sehen die alle aus wie Kühlschränke? Ich musste natürlich nicht nur schmunzeln, sondern laut lachen, aber da hat er natürlich nicht ganz Unrecht. Ja gut, ein viereckiges Kastengebilde hinten drauf, wie auch immer. Gibt natürlich mehr Möglichkeiten für den Innenausbau her, aber warum das Weiß wirklich so über die Jahre mehrheitlich genutzt wird, ist schon erstaunlich. Und da muss ich mal ein paar Leute in der Branche fragen, wie sie mir erklären können, warum Reisemobile immer relativ ähnlich aussehen. Man könnte da ja wesentlich mehr machen. Ich denke mir auch immer hier mit schönen Folierungen etc. Das ist natürlich toll, ein Fahrzeug zu individualisieren. Da muss man es auch nicht ab Werk in irgendeiner Farbe bestellen, man ist ungebunden. Man kann dann folieren, wir haben schon matt-graue Autos ausgeliefert etc. Aber wie gesagt, das ist dann jedem selber überlassen. Aber mit Lackieren ist man halt gebunden, mit Folieren, das ziehen sie runter. Das ist auch ein schöner Lackschutz, kostet ein paar Euro, aber man kann sich das Auto dann wirklich so gestalten, wie man will. Haben wir einen schönen Stand hier aufgestellt, die Car-Männer. Oder auch die Karfrauen, wie auch immer, die aber am Karfreitag frei haben. Was für ein doofer Gag auf dem Caravan-Salon. Jetzt gucken wir durch. Wir grinsen alle freundlich. Sehr schön, so soll das sein. Und ja, der kurze Eindruck. Und jetzt gehe ich nochmal mit der Kamera aus, weil jetzt kommt natürlich noch etwas. Wir haben ein neues Fahrzeug bei Lastrada. Kleine Produktveränderungen gegenüber 2017, auch bei allen Modellen 2018, aber wirklich minimal. Und schauen wir mal, ob wir den Marco Lange irgendwo erwischen und stören können. Auf jeden Fall werden wir sehen hier den Avanti H, bei dem kommen wir auch noch mal kurz vorbei. Der ist natürlich eine Sondersendung wert, die machen wir während der Woche.
Den werde ich hier irgendwo zwischendrin als Messe-Highlight finden. Das Fahrzeug gab es schon nochmal, der ist aber komplett neu konzeptioniert worden und hat jetzt Premiere hier. Caravan Salon 2017 fürs Modelljahr 2018. Also das heißt, das Fahrzeug kann hier bestaunt werden und schon bestellt werden. Also bis gleich, der Camper Tobi, und dann auf dem Lastrada-Stand in der Halle 15. Servus!